Ja, vielen Dank, lieber Johannes. Ich bin froh, dass du doch die Kurve bekommen hast. Ich hatte nämlich Sorge, dass ich jetzt als Herausforderung von Herrn Trump gelte. In der schnelllebigen Zeit und den vielen Fake News weiß man ja nie, was das für Schlagzeilen auslöst. Aber meine Damen und Herren, in der Tat, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin in diesem Jahr 30 Jahre in dieser FDP. Und ich habe es so gut wie nie bereut. Weil ich weiß, dass das die richtige Partei ist mit den richtigen Ansätzen. Aber manchmal geht man abends ins Bett guter Dinge und wacht morgens auf und irgendwas ist passiert. Und dann denkt man, der liebe Gott, der prüft nur die Starken. Dass Sie heute hier sind, zeigt, Sie gehören zu den Starken. Ich heiße Sie herzlich in Düsseldorf willkommen. Ich heiße Sie herzlich hier bei Dr. Thompson. Eine sehr coole Location, nicht nur, merken Sie, die Sonne geht gerade auf. Also, alles gut. Ich spüre es gerade im Nacken. Eine tolle Location, vielen, vielen Dank an das Team. Der Kaffee ist sehr gut, zu mehr kam ich noch nicht. Aber es ist ja immer wichtig bei solchen Veranstaltungen, dass die Gäste essen, viel essen, weil satte Löwen ist gut kraulen. Und deswegen lassen Sie sich weiterhin verwöhnen. Meine Damen und Herren, die Zeiten sind schon besonders. Und ich glaube, dass wenn man in der Politik wie wir und meine Kolleginnen und Kollegen aktiv sind, hat man immer das Gefühl, dass wenn man selber etwas macht, es besonders rustikal zugeht. Ich glaube, lieber Burkhard Hirsch, schön, dass Sie da sind heute Morgen, dass Sie so viele Jahrzehnte das erlebt haben. Ich möchte nicht wissen, wie oft Sie gedacht haben an einem Morgen, der gut begann und abends dachten, in welchem Film bin ich gerade. Aber das zeichnet uns natürlich auch und Politik ist so und Politik ist auch nicht gerecht. Johannes hat es gerade gesagt, das, was in Thüringen passiert ist, ist auch einige Wochen danach unvorstellbar. Und ich will das gar nicht ausdehnen, aber es ist ein Zeichen dafür. Natürlich sind die Landesverbände autark. Natürlich ist jeder, der ein Mandat hat, autark. Aber am Ende der Strecke sind wir eine Partei. Und wir können, wenn wir erfolgreich sein wollen, in Deutschland, in den Ländern, in den Kommunen, es nur schaffen, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir eine gemeinsame Haltung haben. Nur das trägt uns. Und deswegen gebe ich das Kompliment zurück an dich, Johannes, an unseren stellvertretenden Ministerpräsidenten, an alle Kolleginnen und Kollegen, die nach Thüringen sehr schnell, sehr zügig reagiert haben. Aber vor allen Dingen, die Frage ist nicht, nach wie vielen Minuten. Wir sind hier nämlich nicht im Wettbewerb, wer am schnellsten ist und wer den längsten hat. Mit Verlaub, Karneval ist zwar vorbei, aber das gehört auch zur Wahrheit dazu. Sondern es geht darum, was man sagt. Und wir waren eindeutig und haben das auch dem Kollegen in Thüringen vermittelt. Und Christian Lindner musste nach Thüringen fahren, persönlich, um ihm klarzumachen, was da jetzt passiert, betrifft eben nicht mehr das drittgrößte oder das drittkleinste Bundesland. Dieses betrifft den Nerv der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen bin ich Christian Lindner dankbar, dass er das Problem gelöst hat. Und nicht umsonst hat er von uns 48 Stunden später das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Und wenn ich nach Hamburg schaue, das ist super bitter. Unsere Freundinnen und Freunde in Hamburg nicht nur einen mega Wahlkampf gemacht, sondern ja auch die letzten Jahre. Wahlkampf ist ja das eine. Aber man wird ja auch mitgetragen von den Wählerinnen und Wählern, weil sie daran glauben, dass man auch in den nächsten Jahren etwas zu bieten hat. Man wird selten gewählt für das, was war, sondern man wird dafür gewählt, dass die Leute einem vertrauen. Und Anna von Treuenfels und die Kolleginnen und Kollegen, die hatten dieses Vertrauen. Und das wurde eben durch Thüringen mit einem Schlag kaputt gemacht. Auf der Straße war plötzlich, wurde völlig anders intoniert. Und das ist für freie Demokraten, ist es wirklich, wissen Sie, da kann man sagen, Sie sind blöd, ich mag Sie nicht und alte Schachtel und ich bin grün bis zum Anschlag, alles okay. Das gehört dazu. Wer in die Küche geht, muss auch Hitze abkönnen. Übrigens Frauen und Männer, Männer und Frauen. Da gibt es auch keinen Unterschied an der Stelle. Aber was dramatisch ist, wenn es dann um grundsätzliche Dinge geht und wenn plötzlich freie Demokraten sich für etwas rechtfertigen müssen, was ihnen zuwider ist.
Und was für eine tolle Persönlichkeit Anna von Treuenfels ist. Sie hat sofort sich geäußert, sie hat sofort mit den Kollegen und Kolleginnen weitergekämpft. Sie hat das Direktmandat in Blankenese in Hamburg geholt. Das muss einer erstmal in einer Großstadt nachmachen. Und deswegen gehen unsere Glückwünsche zu ihr, zu dem Team. Und es ist bitter genug, dass sie alleine in Zukunft dort arbeiten wird. Aber es zeigt, dass Menschen Persönlichkeiten wählen. Menschen richten sich nach denen, die eine Ansage machen, auch wenn die Ansage dem einen oder anderen nicht passt. Es gibt eines, was nicht geht. Everybody's darling. Und ich kann immer nur wieder sagen, und da muss ich immer wieder jemand zitieren, der leider ein unrühmliches Ende fand, Jürgen Möllemann. Aber er hat einen Satz gesagt, der mich sehr geprägt hat, nämlich Everybody's darling is everybody's step. Und meine Damen und Herren, genauso ist es. Und deswegen zeigen wir Haltung. Jetzt, in diesem Land und in diesem Europa. Und da bin ich schon beim nächsten Thema. Sie wissen, dass ich mit Leidenschaft und auch großem Glück im Deutschen Bundestag sein darf. Etwas, was man ja, Johannes hat ja gerade von Rente gesprochen und der Generation, die bald in Rente geht. Eigentlich gehöre ich auch dazu, aber es gibt ja immer Ausnahmen. Und das ist auch gut so. Bei uns gibt es keine Altersbegrenzung, sowieso nicht. Ich darf mich dort um Verteidigungspolitik kümmern und darf in diesem Kontext sehr viel reisen. In Regionen, meine Damen und Herren, die würden den Boden küssen, wenn sie die Situation heute erleben dürften, in Frieden und Freiheit zusammenzusitzen, in Frieden und Freiheit über Politik streiten, ohne Angst zu haben, dafür mit dem Leben zu bezahlen. So sieht es in großen Teilen dieser Welt aus. Und meine Damen und Herren, es ist Zeit. Bei allen Problemen, die wir haben, bei allem Ärger, den wir haben, bei allem Frust, auf dieses Deutschland zu gucken, ein friedliches, freies Deutschland und dafür zu kämpfen. Und wenn es das Letzte ist, was ich für meine Kinder und Enkelkinder tue, werden wir gemeinsam tun. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr, das ist ein großes Thema. Wenn man am Aschermittwoch in Süddeutschland ist, wo man nur auf die Bühne kommt, und alle lachen schon, das liegt nicht an dem, der auf die Bühne kommt, sondern an dem Alkoholpegel. Das ist um 12 Uhr mittags natürlich etwas schwieriger. Spaß beiseite. Wenn man sich und das Wort Bundeswehr in den Mund nimmt, lachen schon alle. Und meine Damen und Herren, es gibt vieles, was nicht funktioniert. Die Bundeswehr kann nichts dafür, sondern die, die darüber entschieden haben. Und auch wir als Freie Demokraten, haben 25 Jahre lang mitgetragen, und das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, nämlich mit dem Moment der Öffnung der Mauer, dass diese Bundeswehr komplett runtergefahren wurde. Ich könnte Ihnen 2 Stunden darüber erzählen, wo das Problem ist. Aber das hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen der Situation ins Auge sehen, dass wir 1990, und wenn ich mich jetzt mal hier umschaue, wer erinnert sich noch an den Mauerfall? Wer erinnert sich noch? Ja gut, das ist gut, wir sind hier nämlich nicht im Kindergarten, also alle. Meine Damen und Herren, auch bei den heute 30-Jährigen, die da gerade geboren wurden, auch die haben in den letzten Jahrzehnten gemerkt, welches Glück es war. Und dieses unvorstellbare Glück, ich muss sagen, die einzigen, die den Mauerfall übrigens nicht mitbekommen haben, war mein Mann und ich. Wir waren nämlich auf den Seychellen und da es kein Handy gab und auch keine anderen Telefonverbindungen, kamen wir an dem Morgen des 3. Landeten wir in Frankfurt, wurden geküsst und umarmt von fremden Menschen. Die Stewardess legte uns die Zeitung hin, da stand, die Mauer ist auf. Also Sie sehen, man kann auch im Leben an dem Strand sein und gar nichts mitbekommen. Hat übrigens auch was. Dieser Mauerfall war ein unvorstellbares Glück, vor allen Dingen für die, die erlebt haben, wie die Mauer gebaut wurde, wie dieses Deutschland geteilt wurde und damit ganz Europa. Und natürlich waren alle in diesem Glück, waren sicher, dass diese Überwindung des Ost-West-Konfliktes damit überwunden ist. Und wir brauchen keine Bundeswehr. Und nach 25 Jahren, spätestens 2014, war klar, wie naiv wir waren. Wir waren glücklich, aber naiv. Ich vergleiche das immer, wenn man einen Kinofilm anguckt
und das Paar, was nicht so richtig zusammenkam und dann doch, und dann liegen sie sich in den Armen und dann steht da Ende und dann geht man nach Hause und sagt, toller Film. Aber die Wahrheit ist doch, dass nach dem Umarmen das eigentliche Leben losgeht, meine Damen und Herren. Das wird dann in Filmen, in schwedischen Dramen kommt das dann vor, aber ich bevorzuge amerikanische Liebesfilme, da ist dann im richtigen Augenmoment Schluss. So war das. Und 2014 haben wir etwas erlebt, was unvorstellbar war. Dass wieder Panzer gerollt sind in Europa, meine Damen und Herren. In der Ostukraine ist nach wie vor Krieg. 12.000 Menschen sind dort ums Leben gekommen. 12.000 Menschen. Lesen Sie da noch irgendwas drüber? Die Annexion der Krim. Zum ersten Mal wurde wieder an den Grenzen Europas gerüttelt. An der Nachkriegsordnung. Und dann wurde jeder wach, dass wir eben eine stärkere, starke Bundeswehr brauchen. Immer im Kontext Europas, im Kontext der NATO, im Kontext der UN. Und Sie kennen dieses Gefühl. Ich habe das ja gerade an Karneval erlebt. Wie toll es ist. Ich fand es toll, wenn man viel Polizei sieht. Und an dieser Stelle auch an die Beamtinnen und Beamten der Polizei, die diesen Wahnsinn, ich meine, Karneval ist ja bei Licht betrachtet, der totale Wahnsinn, begleitet haben, die Züge begleitet haben, darauf aufgepasst hat, dass keine Unfälle waren, die einfach durch ihre Präsenz, da ist auch der ein oder andere, der hätte auch gern was anderes gemacht, die diese Stadt und andere Städte geschützt haben, leider in Hessen eben nicht jede Ecke, weil das eben natürlich der Fokus besonders auf die Großstädte geht, wie wir sehen, aber auch kleinere Städte immer mehr geschützt werden müssen. Und wie froh man ist, wenn genug Polizei da ist. Das ist die innere Sicherheit. Und ich sage Ihnen, wie wichtig es ist, dass diese äußere Sicherheit genauso geschützt wird. Und dass wir uns freuen sollten, wenn wir eine starke Bundeswehr haben, die übrigens sich dieses Land verteidigt. Das heißt übrigens auch Verteidigungsausschuss und nicht Angriffsausschuss, falls einer das Gefühl hat, dass sozusagen mit der Bundeswehr die Gefahr wächst. Das Gegenteil ist richtig. Wir nehmen viel Geld in die Hand und wir werden mit den Europäern diesen Weg gemeinsam gehen. Das ist hochkomplex und das wird nicht in ein paar Jahren geregelt sein. Aber es ist der richtige Weg. Und deswegen kämpfe ich auch dafür mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, dass wir einen entsprechenden Wehretat haben, dass die Bundeswehr so ausgerüstet ist, wie es dazu nötig ist, nämlich auch unsere Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Allein bis zu 4.000 Leute sind zurzeit im Ausland. Übrigens auch die Bundespolizei hat Männer und Frauen im Ausland. Auch darüber hört man sehr wenig in der allgemeinen Aufgeregtheit von dem einen oder anderen Thema. Das sollten wir alles nicht vergessen. Das sind keine gewöhnlichen Berufe, für andere da zu sein, die andere in ihrem Beruf schützen. Und deswegen gilt mein Dank auch heute am Aschermittwoch den Männern und Frauen der Polizei, der Bundeswehr und überhaupt aller Sicherheitskräfte, die für uns da sind, wenn wir feiern, wenn wir hier sitzen und die, wenn wir sie brauchen, auch sofort bei uns sind. Aber meine Damen und Herren, es könnte alles so schön sein, wenn man dann hört, dass gerade Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrleute bei der Ausübung, anderen zu helfen, angegriffen werden. Ich meine, da fragt man sich wirklich, ja, was soll ich sagen, ob die Leute Tinte gesoffen haben oder ob das Leben so langweilig ist. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die langweilen sich. Ich glaube, dass es auch schwierig ist, wenn man von morgens bis abends Netflix guckt. Ich meine, wir haben eine Folge geguckt, Dallas, die kam jeden Dienstag um 17.15 Uhr bis 18 Uhr und wir mussten wieder eine Woche warten, bis die nächste Folge kam. So konnte man die 5 Jahre lang verbringen. Heute machen sie Netflix an und haben 39 Folgen einfach durchlaufen lassen. Also ich meine, irgendwann wird man wirklich ein bisschen gaga in der Birne. Und der ein oder andere wäre gut getan, wenn er sich mal wieder aufs Wesentliche besinnt. Und deswegen bin ich so froh, dass wir auch mit unseren Ministern, die sich um Migration und um die Kindergärten und um Wirtschaft und um die Schule kümmern, auch an so eine herausragende Stelle unsere Ministerinnen und unsere Minister haben. Weil genau da setzen wir an, bei den Kleinsten, den Kindern, die in dem Kindergarten sind, in der Schule, dass es eben außer Fernsehen die Realität gibt. Es gibt Kinder, die wissen nicht, dass Äpfel an einem Baum hängen, bevor sie runterfallen und man sie aufisst.
die banalsten Dinge, die wieder vermittelt werden müssen. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstadt. Natürlich nach Berlin und München und London und Paris. Aber es gibt eben nur eine Stadt. Ja, auch Köln ist schön. Da müssen wir jetzt durch. Nein, auch Köln ist schön, überhaupt keine Frage. Ich liebe das Rheinland. Ich bin hier groß geworden. Und ich glaube, dass den Rheinländern, ob sie in Bonn, Köln oder Düsseldorf wohnen, wirklich etwas gegeben wurde, nämlich dass sie viel Humor haben. Und meine Damen und Herren, das hilft enorm. Wir haben natürlich angesichts dieser Tragödie in Hanau, wurde natürlich auch in dieser Stadt überlegt, können wir jetzt eigentlich Karneval feiern, uns verkleiden, tanzen und ein bisschen bekloppt sein? Und diese Stadt hat sich sehr wohl überlegt, ja, wir können nicht nur, wir müssen. Weil wenn wir anfangen, uns von, so wie in den 70ern, dass der linke Terror uns seinerzeit eingeschränkt hat, dürfen wir uns von diesen rechten Terroristen nicht in unserer Freiheit einschränken lassen. Meine Damen und Herren, ich war am letzten Samstag in der Jury des Tundenlaufes. Es muss jetzt nicht jeder wissen, was das ist, oder auf alle Fälle ist es ein super Sause und kann ich jedem empfehlen, ist generationsübergreifend. Und während die Party lief und die läuft ein paar Stunden, also anschließend weiß man, hat man Rücken oder Fuß oder, also ich hatte nicht Fuß, weil ich nicht auf High Heels lief, aber schon beim Zugucken hatte ich Fuß gewissermaßen. Da habe ich gedacht, so eine abgedrehte, schriller Augenblick. Was glauben Sie, oder ich habe immer gedacht, hoffentlich werden hier die Leute geschützt, hoffentlich werden die gesichert, weil das eben Karneval ist in seiner krassesten Form. Und das kennen wir Rheinländer und das ist gut so. Und es ist aber auch gut so, was Johannes Vogel gerade sagte, dass am Aschermittwoch dann es auch vorbei ist. Ich meine, jetzt beginnt die Fastenzeit. Sie wissen, 40 Tage Fasten. Ich weiß nicht, was Sie sich vorgenommen haben. Der gute Katholik darf sonntags aussetzen. Deswegen sind es auch nur 40 Tage, falls Sie sich mal überlegen, warum eigentlich 40 Tage und nicht 47 Tage. Sonntags darf man pausieren, also ein Zigarettchen kaufen, ein bisschen Schokolade rauchen, ein bisschen Schokolade essen. Aber Spaß beiseite. Wer feiert, muss dann auch wieder in die Normalität zurückfinden. Und das tun wir. Wir kandidieren, ich sage immer wir, ich sage ungern ich, weil diese Partei mir das Vertrauen schenkt, als Oberbürgermeisterkandidatin hier anzutreten. Und meine Damen und Herren, damit das klar ist, ich will, wir können und wir werden auch gewinnen. Und ich sage Ihnen auch warum. Ich sage Ihnen auch warum. Die Zeiten, wo ein Bürgermeister, ein Oberbürgermeister, ein Landratsamt automatisch an die CDU und SPD gehen, das müssen wir auch mal reflektieren. Diese Zeiten sind vorbei. Die Menschen wählen Menschen. Übrigens ist das der beste Beweis, was gerade in Hamburg passiert ist. Ja, das ist eine Landtagswahl, aber meine Damen und Herren, letztlich ist das vergleichbar mit all den Wahlen, die Oberbürgermeisterwahlen in einer Stadt wie Köln, in einer Stadt von der Größe Düsseldorf. Da wurde ein SPD-Kandidat gewählt, nicht weil er in der SPD war. Der wurde gewählt, weil Frau Esken und Herr Borjans Gott sei Dank nicht vor Ort waren. Und dass die beiden wie besoffen gerade sind, naja, ist ja nicht unser Bier, aber kann man nur sagen, guten Morgen, die waren eben nicht da. Sondern er hat seinen Job gemacht und die Hamburger fanden es gut. Und deswegen sollten wir auch der SPD an dieser Stelle gratulieren zu dem Sieg in Hamburg. Denn es ist auch in unserem Interesse, dass es eine gesunde Sozialdemokratie in diesem Land gibt und dass diese Partei nicht von der Bildfläche verschwindet. Ja, und jetzt gehen wir das hier in Düsseldorf an. Es gibt viele Themen. Lassen Sie mich in aller Kürze drei Themen herausgreifen. Diese drei Themen sind typisch für Großstädte. Für Großstädte, die relativ schnell wachsen. Düsseldorf hat 245 Quadratkilometer. Düsseldorf ist eine kleine Großstadt, die alles hat. Sie stößt aber im wahrsten Sinne des Wortes an ihre Grenzen. Wenn wir so groß wie München wären, hätten wir jetzt keine Sorge, hier findet nicht das Vorspiel zur Eingemeindung statt.
Ich wollte nur das Bild kreieren. Dann wäre Düsseldorf, würde reichen bis Grevenbroich. Nur, dass Sie sich mal vorstellen, auf welchem engen Stadtgebiet wir uns empfinden. Der Druck ist groß auf die Städte, auch auf diese Stadt. Das heißt, wir brauchen mehr Wohnungen. Ein unvorstellbar wichtiges Thema mit einem Riesenpotenzial, ein sozialer Sprengsatz zu sein. Meine Damen und Herren, wenn man viel Geld hat, geschenkt, und ich freue mich für jeden, der einfach auf den Markt kommt, sich mieten und kaufen kann, was er will. Und dann gibt es die, die im Sozialbereich sind, die wir unterstützen müssen. Und das machen wir auch aus voller Überzeugung, weil was nützt es uns, glücklich zu sein, wenn es dem berühmten Nachbarn nicht gut geht? Und dann gibt es die ganz große Masse. Unsere Kinder, heute um die 30, ausgebildet, wollen sich vergrößern, haben als Auszubildende, als Studenten angefangen, ein Zimmer. Dann kam der Partner dazu, zwei Zimmer. Sie kennen das Spiel, haben wir alles durchgemacht. Dann kommt ein Kind, zwei, wenn es gut geht, kommen noch mehr Kinder. Und dann ist Schluss auf dem Wohnungsmarkt. Weil in der Relation zu dem, was wir früher gezahlt haben, unvorstellbar viel gezahlt werden muss. Und meine Damen und Herren, wir sind bei den Liberalen. Ja, es gibt einen Markt. Aber es muss einen sozialen Markt geben. Wir dürfen nicht zulassen, dass die komplette Mitte der Gesellschaft, Familien mit Kindern, Frauen und Männer in den Sozialberufen, in den Kliniken, in der Altenpflege, Polizisten und so weiter und so fort, diese Stadt verlassen, weil sie hier keine Wohnung mehr finden. Das geht nicht. Und es geht auch nicht, dass junge Leute keine Wohnungen mehr kaufen können. Das ist absurd. Und ich räume ein, wenn ich vor 10 Jahren hier gesessen hätte. Ich hätte es nicht so gesagt, was ich Ihnen jetzt sage. Ja, eine Stadt muss anfangen, Grundstücke zu behalten. Eine Stadt muss entwickeln. Vielen Dank. Das war jetzt nicht abgemacht. Junger Mann, Sie suchen auch eine Wohnung. Eine Stadt muss Grund und Boden besitzen. Muss nicht selber bauen. Städte müssen nicht selber bauen. Aber sie müssen es entwickeln und suchen dann die aus, die diesen Weg mitgehen. Weil wir sonst, wie gesagt, eine hohe soziale Problematik bekommen. Und jeder von uns weiß, wie glücklich man sein kann, ein Heim zu haben, in das man sich zurückziehen kann, wo man sich einfach wohlfühlt und das auch stemmen kann. Und meine Damen und Herren, ich sage das im Alter von 61 Jahren. Ich habe 3 Kinder großgezogen, oder besser gesagt, wir haben 3 Kinder großgezogen. Und ich sehe im Freundeskreis unserer Kinder, wie hart das geworden ist. Und das kann es nicht sein. Auch wir als Liberale müssen uns dieses Themas annehmen. Schwierig genug. Es gibt genug Ideen. Wir brauchen nur mal in andere Städte zu gucken, in andere Länder zu gucken, wie kreativ auch Baumaßnahmen heute sein können. Und das ist das, was wir mit Inbrunst und Überzeugung anbieten werden, denen, die uns wählen wollen. Betrifft übrigens auch ältere Menschen. Da sitzt man in einem Haus, die Kinder sind aus dem Haus, denkt, jetzt könnte ich das verkaufen. Naja, der Wert ist noch da, da kriegen sie eine 3-Zimmer-Wohnung in Düsseldorf für den Wert. Plötzlich ist das ganze Gleichgewicht nicht mehr hergestellt. Zweites großes Thema, der Verkehr. Johannes Vogel sagte gerade Umweltspur. Ja, man hört jetzt weniger davon, weil manche glauben, wir haben es vergessen. Die, die jeden Morgen da drin stehen, die haben das nicht vergessen, die stehen nämlich nach wie vor da drin. Übrigens auch heute Morgen wieder. Eine Spur, Umweltspur zu nennen, die dafür sorgt, dass alle stehen, ist schon sehr vermessen. Aber sie ist, was noch viel dramatischer ist, ist, dass es ein volkswirtschaftlicher Totalschaden ist. Mir sagen Leute, warum ich mich so aufrege, es sind auch die, die hier reinkommen und die mich nicht wählen würden. Also das ist ja schon mal eine interessante Einstellung. Darüber, dass man Politik macht, sozusagen nur für den eigenen Sprengel. Aber ich sage Ihnen, was diese 303.000 Einpendler, wir brauchen eine Verkehrswende, ohne Wenn und ohne Aber. Aber es kann nur funktionieren mit den Menschen, weil wir diese Menschen, die in unsere Stadt kommen, die kommen doch nicht alle 303.000 morgens in die Stadt auf der Königsallee bei Gucci einzukaufen. Meine Damen und Herren, übrigens auch sehr wertvoll, die zahlen nämlich auch Steuern, also Gucci hier, Gewerbesteuer. Diese Leute kommen in die Stadt, um in dieser Stadt zu arbeiten. In großen Firmen, in kleinen Firmen, in Arztpraxen, in Kliniken.
Da sind Leute dabei, die morgens pünktlich um 7 Uhr bei zu pflegenden alten Menschen sein müssen. Da kann man nicht anrufen und sagen, Frau Müller-Lüdenscheid, ich komme eine Stunde später, nehmen Sie das Medikament mal schon. Das heißt, dass diese Pflegerin morgens eine Stunde früher aus dem Haus muss. Die hat aber ein Kind und die Kita macht in Wuppertal nur erst um 8 Uhr auf. Die kann vor 9 gar nicht in Düsseldorf sein. Das heißt, sie kann gar nicht früher wegfahren. Und wenn sie früher wegfahren würde, irgendwann ankommt in Düsseldorf, muss sie die Zeit ja hinten dranhängen. Geht aber nicht, weil sie dann zurückfährt, das Kind wieder einsammelt, weil die Kita nämlich dann wieder zu ist. Ich nur mal ein Beispiel, was das für die Menschen bedeutet, wenn man sie mutwillig aussperrt. Meine Damen und Herren, wenn man diesen Weg gehen will, wenn man möchte, dass Leute weniger im Auto sitzen und die Wahrheit ist, dass in den meisten Fahrzeugen, ich war ja jetzt mehrmals an der Umweltspur, einer drin sitzt. Das ist die Realität. Ich habe mich ja als dritte Mitfahrerin angeboten und auch Fahrzeuge gefunden, wo zwei drin saßen. Ich bin auch sofort mitgenommen worden. Es ging relativ schnell. Ich pflege in diesem Zusammenhang mir zu sagen, es ist nicht meine Art, an der Straße zu stehen und in fremde Autos einzusteigen. Aber ich räume ein, dass es bezeichnend war dafür, was da gerade los ist. Und natürlich gehört diese Umweltspur, so wie sie heute ist, umgehend abgeschafft. Denn die Antwort, wir haben übrigens heute Nachmittag, gibt es den Verkehrsausschuss, wo der Oberbürgermeister, der noch Oberbürgermeister ist, die verlängern will, auch in den Norden. Wird einfach stur weitergemacht. Meine Damen und Herren, wir können dagegen halten, aber ich sage Ihnen, es ist unvorstellbar. Wir haben Firmen, Unternehmen hier, kleine Firmen, die fast 1 Milliarde Euro Gewerbesteuer hier bezahlen. Was glauben Sie, was die Inhaber von kleineren Firmen, größeren Firmen, Ärzte in ihren Arztpraxen, deren Mitarbeiter kommen, mir jeden Tag erzählen? Dass sie sich überlegen müssen, ob Düsseldorf noch die richtige Stadt für sie ist, weil die Mitarbeiter überhaupt nicht mehr kommen. So wird das bereits diskutiert. Und das kann man und darf man nicht ignorieren. Wir müssen den Menschen Angebote machen. Das gehört zur Realität dazu. Park-and-Ride-Plätze, nicht paar hundert. Das müssen 10.000 sein. Das müssen wir anbieten, auch auf unserem Stadtgebiet, am besten zusammen mit unseren Nachbargemeinden. Und da muss die Stadt Düsseldorf auch Geld in die Hand nehmen, wenn wir zusammenarbeiten wollen mit den Nachbarn. Und dann müssen die Autofahrer ihr Auto stehen lassen und so günstig und schnell wie möglich Angebote finden, wo sie sofort in die Stadt transportiert werden. Wenn man das anbietet, meine Damen und Herren, wenn man das anbietet, werden die Leute freiwillig umsteigen. Ich sehe es in allen Städten, wo sie einen attraktiven Nahverkehr haben. Und wir müssen jetzt nicht nach London fliegen oder nach New York oder Paris. Schon in Berlin ist es was anderes. Schon in München ist es was anderes, wo durch die Olympischen Spiele 1972 eine unglaubliche U-Bahn angefangen wurde zu bauen. Enorm in Infrastruktur eingezahlt wurde. Und deswegen werden wir diese Verkehrspolitik ändern, aber wir werden Angebote machen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Menschen diese Angebote annehmen, weil keiner, mit wenigen Ausnahmen, hat Lust, morgens stundenlang im Auto zu sitzen und abends wieder zurück. Und zur Verkehrspolitik gehört auch dazu das Thema digitale Arbeit. Meine Damen und Herren, wenn viel Verkehr morgens reinkommt, dann schalte ich doch eine Spur frei. Und wenn sie rausfahren, schalte ich die Gegenspur frei. Das kann man heute machen, intelligente Verkehrsführung. Das ist die Idee. Das heißt, man richtet sich in dem Moment nach dem Verkehrsstrom und baut keine Grenzen auf. Wir brauchen eine Verkehrswende, die brauchen wir zusammen und die machen wir mit den Menschen und nicht gegen sie. Und ein drittes Thema, meine Damen und Herren, ist natürlich die Wirtschaftspolitik in einer Stadt. Ich sagte gerade, 1 Milliarde Euro Gewerbesteuer. Düsseldorf kann sich eine Menge erlauben. Aus diesem Grund aber auch, weil wir als Freie Demokraten seit 1999, seit sage und schreibe 21 Jahren in dieser Stadt mitregieren. Und das sehen Sie dieser Stadt an. Wir haben in den ersten 15 Jahren mit der CDU zusammengearbeitet und wir arbeiten seit 6 Jahren mit SPD und Grüne zusammen. Und meine Damen und Herren, auch das ist eine gute Erfahrung.
dass wir nämlich auch gelernt haben und lernen müssen, dass wir im demokratischen Spektrum, CDU, SPD, Grüne und wir, immer in der Lage sein müssen, zusammenzuarbeiten, um die Ränder nicht zu stärken und um Angebote zu schaffen und die Herausforderungen anzunehmen, die Städte heute haben. Und da hilft es nicht, in der Vergangenheit zu sagen, es war alles so toll, was ja auch objektiv nicht stimmt. Das ist ja, das Schöne ist, wenn man älter wird, bleibt das Schöne übrig, den Rest, das Hirn wirft das irgendwie ab. Das finde ich wunderbar. Wir müssen unter Demokraten zusammenarbeiten und wir müssen um die besten Lösungen kämpfen. Und deswegen, ich durfte 6 Jahre Bürgermeisterin hier sein. Ich habe 3 Oberbürgermeister begleitet. Sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Typen. Es wird Zeit, wenn ich das mal sagen darf, dass die Frau das jetzt mal selber macht. Meine Damen und Herren, wir lassen uns nicht entmutigen. Wir denken gar nicht daran. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und ich freue mich, wenn Sie die Düsseldorfer Freien Demokraten unterstützen in Ihrem Wahlkampf, aber nicht nur in Düsseldorf wird gewählt. Es wird in ganz Nordrhein-Westfalen gewählt. Es werden Bürgermeister, es werden Landkreise gewählt. Machen Sie die Freien Demokraten stark. Erst wenn Sie nicht da sind, merkt man, was man an Sie hat. Es ist übrigens wie im prallen Leben. Wenn die Oma weg ist, die man ab und zu genervt war, denkt man, wie schön, wenn sie noch da wäre. Meine Damen und Herren, die Welt ist eine andere, wenn wir als Freie Demokraten nicht da sind, um unseren Kompass einzubringen. Wir haben diese Stadt im Kernhaushalt schuldenfrei gemacht. Und das sind wir seit 12 Jahren. Und ich sage Ihnen, wenn es uns nicht gegeben hätte, spätestens vor 6 Jahren, wo die Banken das Geld vor die Tür geschüttet haben, nach dem Motto, kostet doch nichts, bedient euch, alles Zinsen sind niedrig. Wenn wir nicht gesagt hätten, das kommt uns vor wie einem Junkie, wo der erste Schuss umsonst ist und der zweite, dritte Schuss wird bitter bezahlt. Und wir alle kämpfen weiterhin für diese Schuldenfreiheit, weil wir, meine Generation, Verantwortung haben für die Kinder und die Kindeskinder, die nach uns kommen. Und Politik ist kein Spiel der Selbstbefriedigung. Politik ist auch die berühmten Visionen zu haben, in die Zukunft zu schauen, modern zu denken, sich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen, wie sie das Leben sehen. Ohne die zu vergessen, die dieses Düsseldorf, dieses Deutschland, dieses Europa nach dem Krieg aufgebaut haben. Und wenn wir generationsübergreifend als Demokraten uns dieser Situation bewusst sind, dann mache ich mir keine Sorgen und dann nehmen wir auch manchen Genickschlag hin. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Und am 13. September ist klar, wen Sie ankreuzen, die FDP. Es gibt ja auch wieder Stichwahlen. Am 27. September nehmen wir alles mit. Ich kann nur sagen, wir werden gewinnen und wir sollten auch so selbstbewusst sein. Ich danke Ihnen, bleiben Sie gesund und schlafen Sie Ihren Kater aus, sofern Sie in den letzten Wochen oder Tagen sich einen angetrunken haben. In diesem Sinne.